mein heutiges Frühstück Vanille-Pancakes. Die von Baketastic habe ich mir mal angemixt, kennt man eigentlich mittlerweile aus meinen Videos. Mit einer ganz, ganz dünnen Schicht Erdnussbutter, die sieht man hier, die ist auf jeder Pancake-Lage, also auf jeder Schicht, mit bisschen Marmelade und hier oben drauf habe ich halt ein bisschen mehr Marmelade. Ja, aber ansonsten ist da extrem wenig Marmelade drauf. Geiles Frühstück, viel Eiweiß, einigermaßen Fett und bisschen Zucker durch Marmelade. Bombe. Dazu trinke ich noch ein Glas Milch. Yummy. Und damit, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön gefrühstückt geht's jetzt erstmal auf zum Training. Schulter und Trizeps, ich habe richtig Bock und ja, mal gucken, wie ich trainiere. Ich mache jetzt aktuell immer ganz gern eine schwere Schulterdrückbewegung an der Maschine. Dann halt noch Seitheben und so weiter. 3 Schulterübungen und 2 Trizeps ungefähr. Ja, und dann war es eigentlich auch schon. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich würde sagen, auf geht's. Spontane Veränderung, die Haare sind einfach weg. Sieht auch mega ungewohnt aus, gerade auf Kamera für mich, muss ich ehrlich sagen. Oh, ziemlich kurz. Aber fresh. Ist aber alles noch nicht so perfekt. Die Seiten könnten noch ein bisschen anders sein und ein bisschen hinten, da sehe ich ja nicht. Also ich habe das gerade alles selber gemacht. Deshalb muss ich meinen Barbier des Vertrauens anschreiben, Kani, und ja, gucken, ob er Zeit hat, dass er mir das so ein bisschen korrigiert, wenn er Bock hat. Oder nicht, wenn er Bock hat, also wenn er Zeit hat. Ich feiere solche spontanen Veränderungen immer mega und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meistens immer so Oktober oder November meine Haare immer komplett abrasiere, weil mir das mega Bock macht irgendwie auch. Und ich, das ist halt einfach so eine Veränderung. Es sieht ein bisschen fresher aus. Was geht denn draußen da ab? Und ist natürlich die bequemste Frisur, weil man einfach nicht viel machen muss. Wer hat solche Haare oder wer trägt solche Haare gerne oder hat schon mal solche Haare getragen? Kann man gerne mal in die Kommentare schreiben, ob er das auch so feiert wie ich. Ich trage das auch gerne, aber auch gerne mal längere Haare. Aber wie gesagt, so die Mischung macht, also mal längere Haare, mal kürzere Haare, mal so, mal komplett lang hatte ich noch nie. Also komplett lang hatte ich wirklich noch nie. Das will ich eigentlich auch nicht haben. Das feiere ich selber nicht so. Und jetzt gibt es erstmal was Geiles zu essen. Lecker Reis, Hähnchen, Erbsen und Möhren und mit einem Glas BC aus. Ich sehe richtig komisch aus auf der Kamera, wenn ich mir das so angucke selber. Siehst du auch, als ob du gerade aufgestanden bist. Sieht aus wie ein Fisch. Wo man kommt. Erstmal eine kleine Werbung für Wahl. Mein neuer Sponsor. Ist ein neuer Sponsor? Ja, also ich habe alles Sponsor bekommen. Ah ja, geil. Anstatt ich das. Ach, das ist ja auch geil, dieses Wedelding. So, angekommen beim Barbier des Vertrauens. Kani ist am Start. Kani's Cut in Göttingen, bester Laden. Und jetzt wird erstmal. Der Tag ein bisschen verbessert. Ja, ich, also er meint schon, ich habe es komplett verkackt irgendwie. Hat er ja gut geschnitten, aber guck mal. Fresh geschnitten hier, so ein bisschen zu viel. Das kann man ein bisschen wegmachen. Dafür bin ich ja da, ne? Vielen Dank. Was ich aber bereue, dass ich den Bart so kurz gemacht habe. Nee, ich finde es nicht. Fühlst du gut? Ich finde den sogar fresh aus. Fresh. Und dabei sieht einfach so sportlich aus. Ja, ich bin auch ein sportlicher Typ. Sportlich. Ach, guck mal, da, die will sich auch mal die Haare schneiden. Hallo. Tag. Die Haare sind fresh und jetzt geht's auch zum Beintraining. Beziehungsweise ich bin jetzt schon im Beintraining drin. Die erste Aufwärmübung wurde beendet. Jetzt gibt's hier die erste richtige Übung. Bisschen horizontale Beinpresse. Erstmal leichtes Gewicht zum bisschen nochmal aufwärmen und zum Reinkommen. Und dann geht's ja, mit den ersten Arbeitssätzen los. Mittelmäßiges Beintraining gehabt und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Eine fette Portion Nudeln in so einer Tomaten-Schafskäsesoße, keine Ahnung, habe ich irgendwie selber gemacht. Und rote Bohnen, also Kidneybohnen. Sieht auf jeden Fall sehr saftig aus, das gönne ich mir erstmal. Und dann mal gucken, vielleicht geht es noch nachher kurz in die Stadt mal was einkaufen oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall erstmal essen. Ich habe mega Hunger und bin ein bisschen genervt. Oder besser gesagt, ein bisschen gestresst. Und als geile kleine Zwischenmahlzeit gibt es einfach mal heute Tresor Duo Shop. Mal gucken, wie das schmeckt. Das ist halt so, sieht so aus.
schwarz und innen drin Weißschokolade, glaube ich, oder irgendwie sowas. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Relativ kurzes Video auf dem Freitag. Freitags ist immer so ein Tag, da ja, macht YouTube nicht so Bock, weil die Aufrufe einfach scheiße sind. Also ist auch verständlich, übers Wochenende gucke ich selber immer weniger YouTube, weil ich halt immer unterwegs bin. Also jetzt nicht irgendwie feiern oder so, sondern auch mal bei meiner Schwester. Und da mache ich halt viel mit denen, als irgendwie bei YouTube rumzuhängen. Aber leider ist Freitag auch ein Wochentag und es kommt noch mal vor, dass auf einem Freitag ein Video kommt. Also das ist diesmal der Fall, deshalb gar kein Stress. Vielleicht gibt es bei mir noch ein kleines Gute-Nacht-Getränk. Was es ist, werdet ihr gleich sehen. Es wird ja eine ziemlich interessante Kombi. Und zwei Supplement-Sachen wollte ich ansprechen. Zum einen erstmal, was mich interessieren würde, für wie viel Euro im Monat kauft ihr Supplements ein? Also was gibt ihr im Monat für Supplements aus? Sind es 100 Euro, sind es 150 Euro, sind es nur 50 Euro? Das wäre auf jeden Fall mega cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Und es gibt immer noch viele, die mich immer fragen, ja, welche Supplements sind das Beste oder was soll ich am meisten nehmen oder was würdest du empfehlen? Da kann ich einfach sagen, man muss immer gucken, wo bei einem die Prioritäten gesetzt sind. Das heißt, wenn ich ein Typ bin, der nicht so viel Eiweiß reinbekommt, also nicht so viel Eiweiß essen kann, weil ich kein Fleisch esse oder weil ich keinen Bock habe auf Fleisch oder sonst was, dann kaufe ich mir ein Whey-Protein, da habe ich auf jeden Fall mein Eiweiß gedeckt. Bin ich der Typ, der Probleme hat, auf seine Kalorien zu kommen, kaufe ich mir Energy Cakes oder Bodybuilding Meal bzw. ein Weight Gainer. Bin ich der Typ, der kein Obst und Gemüse isst, kaufe ich mir irgendwelche Gesundheitssupplements, so Vitamine und so weiter und so fort. Oder bin ich der Typ, der was Geiles zu naschen sucht, aber alles immer viel zu ungesund ist, dann kaufe ich mir irgendwelche Proteinriegel oder so. Man muss halt immer gucken, wo einem die Prioritäten sind, Also was einem am wichtigsten ist, also wofür man sein Geld am meisten ausgeben würde so oder am liebsten. Wenn man natürlich nur ein kleines Budget hat, was man für Supplements ausgeben kann und auf jeden Euro gucken muss, sage ich mal. Wenn nicht, dann kauft man sich noch BCAAs, die ganzen Energy Drinks, die es gibt und alle anderen Snacks und alle anderen, keine Ahnung, Protein, Espressos und so weiter und so fort, die eigentlich kein Mensch benötigt, aber die eigentlich ganz geil sind. So, also ich meine jetzt eben so Protein-Espressos, die braucht wirklich niemand aus der Dose, aber die sind halt ganz nice to have. Wenn man das Geld übrig hat, kauft man sich das irgendwie mal mit oder so. Aber genug erzählt, ich wollte euch meinen Schlaftrunk eigentlich zeigen. Mein Schlaftrunk heute? Kreatin. Nein, natürlich nicht nur Kreatin, aber Kreatin auf jeden Fall heute Abend. Also heute mal abends. Und das wäre das zweite Ding, was ich ansprechen wollte, Kreatin. Viele fragen immer noch so, wann man Kreatin nehmen soll. Ob man es irgendwie mit Whey mischen kann in einen Shake oder so. Oder ob man es irgendwie mit einer Banane essen kann. Oder muss man es damit essen. Oder also nicht essen, sondern einnehmen, konsumieren. Und ich bin der Meinung, es ist eigentlich relativ egal, wann man am Tag sein Kreatin zu sich nimmt. Ich nehme es ganz gerne entweder morgens direkt oder nach dem Training. Aber an sich ist es eigentlich egal. Jetzt habe ich zum Beispiel abends, weil ich jetzt den ganzen Tag kein Kreatin genommen habe, jetzt trinke ich das mit ein paar Kapseln GABA, 5 HTP und Zink. GABA und 5 HTP fallen zum Beispiel in die Kategorie, wenn man das Geld übrig hat, kann man sich die kaufen, obwohl ich GABA sogar noch ein bisschen wichtiger ansehe als viele andere Supplements, die es so gibt, aber trotzdem gibt eher so in die Nice-to-Have-Schiene und ja, Kreatin eher in die Have, nicht Nice-to-Have, sondern Have-Schiene. Ich hoffe, ihr habt mich alle so verstanden und wie gesagt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie viel ihr für Supplements ausgibt und was ihr euch so am meisten kauft oder so. Das würde mich auch interessieren. Wahrscheinlich sind es Booster oder so, aber trotzdem würde mich das interessieren. Wenn euch das kurze, knackige Video auf einen Freitag gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und über einen netten Kommentar. Ich habe ja schon gesagt, was ihr kommentieren sollt. Ich hoffe, ihr tut das auch alle. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt geschmeidig und schönes Wochenende.